Hallo, mein Name ist Ralf Vogel, ich bin Nachtschichtpfarrer in Stuttgart. Wir haben ein ganzes Jahr lang uns darüber Gedanken gemacht, wie wir das Zusammenleben in der Stadt verbessern können. Heute unter dem Motto Play and Mobil. Was sich so spielerisch anhört, ist teilweise ein knallharter Kampf um Platz in der Stadt zwischen vier Rädern, zwei Rädern, zwei Füßen. Heute Abend haben wir aber eine Frau, die Ideen hat, wie dieser Kampf vielleicht dazu führen kann, dass wir ganz neue Ideen entwickeln, statt uns gegenseitig den Platz wegzunehmen. Sind Sie gespannt, was Katalin Genburg aus Berlin für uns hier zu sagen hat, wie eine Stadt der Zukunft aussehen kann? Folgen Sie uns in den Gottesdienst Play and Mobil. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen heute Abend. Mit dem Titel Play and Mobil, spreche ich es jetzt mal aus, wollten wir nicht verbergen, dass es um eins der am verbissensten umkämpften gesellschaftlichen Themen unserer Zeit geht. Der Frage, welche Unterstützung und welcher Raum man welcher Fortbewegungsart gewährt. Wir wollten aber damit auch anzeigen, dass es bei allem Streit doch eigentlich um ein schönes und frohes Ziel geht, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Eine Stadt, die Spielraum bietet. Spielraum für junge Menschen, die sich lustvoll bewegen und experimentieren wollen. Spielraum für ältere Menschen, die sich bedächtig und sicher fortbewegen wollen. Spielraum für ein lebendiges Durcheinander der vielen verschiedenen, statt nur ein stummes Neben- oder Hintereinander im Stau oder in den Wartebereichen der Fortbewegungsmittel. Denn in diesem Spielraum geht es um das Ganze. Darum, ob wir nicht nur an Feiertagen, sondern an jedem Alltag spüren und feiern können, was Goethe für einen österlichen Dorfspaziergang so schön beschrieben hat. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet, groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Und nun lasst uns beten mit Worten unseres Nachtschichtpsalms. Er wird für uns gebetet. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zu Gott. Suchet Spielräume für alle, die trotz unzählbarer Nachbarn niemanden finden, mit denen sie an ihren Träumen bauen und gemeinsam lachen können. Auch wenn ich manchmal schwach bin und ratlos in der Stadt stehe, so ist mein Herz doch lebendig, denn ich kann eure Gesichter sehen. Man kann so viel Frieden finden in den Gesichtern der Leute. Versucht die Grenzen zwischen Milieus zu überwinden, zwischen Singles und Familien, zwischen Arm und Reich, zwischen Zugezogenen und Dagebliebenen. Auch wenn ich manchmal einsam bin, mutlos in der Stadt stehe, so ist mein Herz doch lebendig,
denn ich weiß dich, Gott, an meiner Seite. Man kann so viel Frieden finden mit deinem Geist im Herzen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zu Gott. Guter Gott, du siehst unser Herz an. Bei dir dürfen wir Menschen sein, mit allen Schwächen und allen Begabungen. Du eröffnest uns österliche Spielräume. Öffne heute unser Herz für alle Mitmenschen, für ihre Bedürfnisse und Eigenheiten, ihre Sorgen und Freuden. Steh uns bei in diesen schweren Tagen und lass uns spüren, dass wir durch dich miteinander verbunden sind. In der Stille öffnen wir uns für dich, damit wir und die Welt nicht bleiben, wie wir sind. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zu Gott.
Mit diesen Worten des Propheten Jeremia machten wir uns Anfang des Jahres hier im Hospitalhof auf den Weg, um im Gespräch mit interessanten Menschen und mit dem beständigen Blick in biblische Texte herauszufinden, wie der Stadt Bestes zu finden ist. Und so schließt sich heute der Kreis. Und wir hören, bevor wir die Stadt der Zukunft versuchen, ihr näher zu kommen, nochmal auf die Worte des Propheten Jeremia im Zusammenhang. So spricht der Gott Israels zu allen, die ich von Jerusalem nach Babel geführt habe. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch wieder zurückholen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Jeremia hat diesen Brief an die im Exil lebenden Volksgenossen geschrieben und er sagt: Duckt euch nicht, igelt euch nicht ein, wartet nicht mit hochgezogenen Schultern, bis das Verderben vorüber ist. Vielmehr, bringt euch ein, baut Häuser, suchet der Stadt Bestes und betet für sie, für die fremde Stadt, zu unserem Gott. Manchmal fühlen wir uns selbst als schwäbische Eingeborene fremd in unserer Stadt. Wir können nicht erkennen, ob und wie uns wirklich Lebensraum bietet oder nur Verkehrsraum zur Verfügung stellt. Manche sehen für sich keine Zukunft in diesen Städten voller Feinstaub, mit übertriebenen Mieten und wachsender Aggressivität. Für diese Menschen findet sich vielleicht in den Zeilen aus dem Gedicht von Teresa Fontane aus dem Jahr 2013 Trost. Menschenmassen diskutieren über Menschenmassen-Themen. Und sie rennen, laufen, gehen, reden, schauen, bleiben stehen, weinen, lachen, machen Sachen oder eben nicht. Jagen ihre Körpermassen durch die Straßen, dicht an dicht. Individuen der nahen Zukunft, das ist eure Welt, in der jede Neuerschaffung eine andere Lerche fällt, die Menschen an der Luft ersticken, die sie atmen, jeden Tag. Euch davor bewahren, das blieb uns versagt. Die Probleme einer modernen Stadt kannte man zur Zeit Jesu natürlich nicht, aber die geballte Ladung von Hoffnungslosigkeit, die uns aus dem Gedicht von Teresa Fontane entgegenkommt, war auch damals und in Jerusalem weit verbreitet. Die Stadt war unter brutaler Kontrolle der Römer. Und selbst wenn auf dem Zion das Leben pulsierte, so profitierten doch nur ganz wenige vom römischen Frieden, während die Masse in Armut und Unfreiheit gefangen war. Umso begeisterter reagierten viele Menschen, als einer nach Jerusalem kam, der eine neue Zeit ankündigte und ihrem Leben wieder einen Sinn geben wollte. Jesus sagte von sich selber: Der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen die gute Botschaft den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Klar, dass die Menschen diesen neuen Geist gerne begrüßten, als er in ihre Stadt einzog. Seine Jünger brachten einen jungen Esel zu Jesus und legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen grüne Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, da kommt, in dem Namen des Herrn. Jetzt beginnt endlich Davids Reich. Hosianna in der Höhe. Die Leute jubeln einem zu, der auf einem Esel einzieht. Grandios bescheiden im Blick auf seine Person, aber grenzenlos selbstbewusst in Bezug auf seinen Auftrag. Zu verkündigen, dass allen Menschen ihre Schulden erlassen und die Zerschlagenen in die Freiheit entlassen werden. Gerade junge Menschen blicken nicht nur jetzt in den Pandemiezeiten mit zunehmender Sorge auf die Entwicklungen auf unserem Globus und in ihrer lokalen Umwelt und erwarten überzeugende Antworten.
Wir haben mal bei den KonfirmandInnen nachgefragt, mit welchen Hoffnungen sie jemanden begrüßen würden, für den sie begeistert auf die Straße gehen sollen. Sehen Sie mal, wie das dann aussieht. Was für köstliche Wünsche an die neue Stadt. Gleichberechtigung, weniger Abfall, saubere Luft, mehr Tafelläden. Oder besser noch eine Stadt, die gar keine Tafelläden mehr braucht, weil jede und jeder genug Geld hat für eine Ernährung. Das zeigt, nicht jeder Traum passt auf ein Pappschild. Hören Sie Beispiele, was für schöne Szenarien entwickelt wurden, als wir die Frage in unserem Nachtschichtteam gestellt haben. Ich will erleben, dass Platz ist für Spiel, Tanz, Musik. Ich möchte mal Lärm und mal Stille fühlen. Ich will sehen, dass Menschen aufeinander eingehen, ganz spontan und frei. Dass sie lachen, dass sie sich lieben. Ich will riechen, wie verschieden die Menschen kochen. Und dass ich zum Glück nicht so viel Knoblauch essen muss wie die. Ich will sehen, wie Kinder sich ins Getümmel stürzen und Menschenströme umlenken, weil ein besonders schöner Stein sie innehalten lässt. Was ich am meisten in allen Städten sehen will, ist Freundlichkeit. Seien es zwei Nachbarn, die sich kurz bei der Kehrwoche begrüßen oder ein netter Gruß auf dem Wochenmarkt. Ein solcher positiver Ton löst auch in mir dann etwas aus. Ich will die autofreie Stadt erleben. Ich will mit meinen Enkeln dort spazieren gehen, wo jetzt auf 6 Spuren Autos die Luft verpesten. Ich will nie mehr zusammenzucken, wenn ein Laster mich als Fahrradfahrer überholt. Ich will Lastenräder, Fahrradrikschas auf Bestellung, eine Seilbahn über den Neckar und andere menschenfreundliche, kreative Ideen, die uns Spaß machen. Wenn ich durch meine Stadt laufe, will ich Häuser sehen, in denen sich Menschen wohlfühlen können. Bezahlbarer Wohnraum, Licht und Platz. Und ich will grün sehen, lebendigen, bunten, öffentlichen Raum mit vielen Möglichkeiten der Begegnung und des Austauschs. Orte für Kultur und Reflexion. Orte für Bildung und für Gesundheit. Und ich wünsche mir, Stuttgart wieder mehr als Stadt am Fluss wahrnehmen zu können. Der Neckar geht hier ja geradezu unter. Da kann man ins Träumen kommen, so wie die Beter der Psalmen. Gott ist unsere Zuversicht,
und Stärke. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Die Stadt Gottes soll fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum will sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Stadt soll fein lustig bleiben. Das wünschen wir uns in diesen oft so deprimierenden Pandemietagen ganz besonders. In der letzten Nachtschicht haben wir gehört, wie das passieren kann, dass alle Menschen in der Stadt fröhlich bleiben. Nämlich dann, wenn sie in ihrer Nachbarschaft und über alle Grenzen von Milieus und Überzeugungen zusammenstehen und aufeinander zugehen. Und so haben wir in der Ankündigung dieser Nachtschicht Texte über eine Stadt, in der man sich gerne fortbewegt und miteinander etwas bewegen kann. Wo also verlässlich das geschieht, was Tucholsky als flüchtigen Moment des Glücks beschreibt. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Es sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider, was war das? Von der großen Menschheit ein Stück, vorbei, verweht, nie wieder. Wir sind miteinander unterwegs und suchen eine Stadt, in der man nicht so schnell und einfach aneinander vorübergeht. Eine Stadt, in der Spielraum ist für die Bedürfnisse und Eigenheiten der so verschiedenen großen Menschheit. Ab heute mit frischem Wind und für immer. Hosiana. Suchen und fragen, hoffen und sehen, miteinander glauben und sich verstehen, lachen, sich öffnen, tanzen, befreien, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein, so spricht Barcelona hat es in diesen Tagen auf tagesschau.de geschafft, nicht nur wegen den Pandemiezahlen, sondern mit einer lokalen Nachricht, nämlich, dass diese Stadt, die die höchste Verkehrsdichte in ganz Europa hat, dafür sorgt, dass es sich ändert. Verkehrsarme Superinseln sollen für Ruhe mitten in der Stadt sorgen. Dem Chefarchitekt geht es dabei vor allem auch um die vielen älteren Stadtbewohnerinnen. Er sagt, um ihnen gerecht zu werden, muss sich der öffentliche Raum verändern und angenehmer werden. Und die Verkehrsdezernentin will vor allem eins: Platz für Menschen. Sie sagt, in Barcelona haben wir eine Bevölkerungsdichte, die vergleichbar ist mit der von New York oder von Kalkutta. Der Wert des öffentlichen Raums ist für uns mit Gold kaum aufzuwiegen. Hier muss sich alles abspielen. Deutlicher kann man nicht machen, dass es bei Lokalpolitik nicht um Peanuts geht, sondern um unglaubliche Werte, nämlich um ein lebenswertes Leben für demnächst 3/4 der gesamten Weltbevölkerung.
Wie schön, dass wir deswegen eine lokale Weltpolitikerin oder eine globale Lokalpolitikerin heute zu Gast haben, die für uns heute Gold wert ist. Katalin Genburg. Bisschen näher dürfen Sie kommen, glaube ich. Und jetzt auch endlich nach Stunden die Maske mal für eine Weile abnehmen. Sie haben jetzt so viele wunderbare junge Menschen gesehen. Vielleicht geht man dann im Kopf selber kurz noch mal spazieren. Ein paar Jahre ist es ja doch schon her vielleicht. Wie war es in Ihrer Jugend in der Stadt? Wie haben Sie als junger Mensch Ihre Stadt, da wo Sie waren, erlebt? Es war tatsächlich ein Feuerwerk der Gedanken und Gefühle. Danke für die Impression. Ihr habt im Prinzip alles gesagt, warum man sich für Stadt begeistern kann. Weil Stadt ist sozialer Raum, Stadt ist Raum der Begegnung, der Zufälligkeiten, aber es ist auch Stadt des Alltags, also Raum des Alltages. Das heißt, Stadt muss einfach Dinge liefern, die im Alltag funktionieren müssen. Und darin sind Städte so unterschiedlich. Ich bin groß geworden in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, die nach dem Mauerfall so trostlos war, dass alle weggezogen sind und ich immer das Gefühl hatte, ich will hier nur noch weg. Und dann hatte ich das große Glück, mit meinen Eltern in den Speckgürtel von Berlin zu ziehen und plötzlich lebten dort nur Leute, die Geld hatten, Einfamilienhäuser. Und die Kindheit, die ich im Plattenbau verbracht hatte, war plötzlich so dieses Unverständliche, die armen Leute im Ghetto. Und das hat mir den Weg geebnet und da habe ich auch gemerkt, Stadt muss Möglichkeitsraum sein. Es gibt so viele Dinge, die möglich sein sollen, aber die sind auch nur dann möglich, wenn es Leute gibt, die sich genau dafür einsetzen. Leute, die sagen, wir wollen gerne Räume schaffen, wir wollen Spielräume schaffen. Und ich finde, ihr habt das sehr, also alle Dinge, die man sich wünschen kann für eine Stadt, waren mit drin. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Ja, wie kommen wir denn? Wie können wir diesen Spielraum zurückgewinnen? Wir hatten Nachbarschaftsinitiativen zu Gast beim letzten Mal, die Casa Schützenplatz, die einfach gesagt haben, der Schützenplatz darf kein Kreisverkehr werden, da müssen wir was machen und haben als bürgerschaftliches Engagement das geschafft. Aber Sie sind ja Politikerin, das muss ja zusammenspielen. Was kann die Politik tun, damit wir den Raum zurückgewinnen zum Leben? Na, in den letzten 20 Jahren ist weltweit ein sehr großer Kampf um die Städte entstanden. Gerade weil die Mieten so explodieren, gerade weil die Städte eben nicht mehr den Menschen gehören, sondern immer mehr zu Absatzorten für Konsum werden, für Produkte. Und gerade insbesondere die Mietenexplosion haben eben dazu geführt, dass viele Menschen sich weltweit zusammengeschlossen haben, auch aus Not. Und demgegenüber stehen auch oft BürgermeisterInnen weltweit, die dann sagen, es kann halt nicht jeder bleiben. Und das ist aber, finde ich, menschenfeindlich. Also ich finde, man kann den Menschen nicht sagen, wenn ihr eure Miete nicht mehr zahlen könnt, dann müsst ihr halt gehen. Denn das macht eine Stadt unmenschlich. Das sorgt dafür, dass Menschen Angst haben. In Berlin hatten bis letztes Jahr in Umfragen über 50% der Berlinerinnen und Berliner Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Wenn das die Situation in einer Stadt ist, dann ist Politik wirklich aufgefordert zu handeln. Deswegen haben wir jetzt auch den Mietendeckel, aber darüber reden wir vielleicht später noch. Aber ich will kurz sagen, das ganze Thema Recht auf Stadt, wer darf in der Stadt bleiben, wem gehört die Stadt, die Rückeroberung der Städte, das ist wieder auf der Tagesordnung. Und deswegen geht es auch tatsächlich um städtische Strukturen. Und deswegen brennt auch so ein bisschen die Hütte in vielen Lokalregierungen. Auch in Barcelona wurde ja mit Ada Colau eine Hausbesetzerin, Bürgermeisterin vor vielen Jahren, die jetzt all diese tollen Sachen macht. Und wir sehen, die urbane Frage ist tatsächlich die neue gesellschaftliche Frage. Wir sehen, die Stadt-Land-Beziehungen sind sehr wichtig. Und es geht um die Frage, wie können wir die Stadt den Menschen zurückgeben. Mir ist es sehr wichtig. Und das hat mich immer getrieben in meinem Engagement, zu sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, also mit der Natur natürlich im Einklang. Aber es muss auch darum gehen, dass man den Leuten nicht immer erklärt, dass man es besser weiß. Politik kommt immer und sagt, ja, ist eine total nette Idee, aber geht leider nicht. Und diese Nachbarschaftsinitiativen, auf die Sie angesprochen haben, das sind genau diese Momente, wo du sagen musst, genau, hör den Leuten doch mal zu. Sorg doch mal dafür, dass sie einbezogen werden. Und dann schaut man sich mal an, wie diese Kiezblocks
in Barcelona. Wir haben jetzt in Berlin diese Initiativen, die sagen, riegelt doch die Straßen ab und gebt sie den Leuten zurück. Und da muss Politik sich hinstellen und sagen, schöne Idee, wir wissen es besser, sondern hey, lass mal überlegen, wie wir es machen. Und das ist ein Anspruch, den habe zumindest ich und ein paar andere Leute auch. Und dann kann man so ein paar Sachen schon in die Wege leiten. Können Sie was Konkretes noch aus Berlin sagen, was Sie da in die Wege leiten können? Sie haben den Mietendeckel angesprochen, aber wie man es schaffen kann, dass die Stadtteile nicht geschlossene Milieus werden, wie wir Brücken bauen in der Gesellschaft, was muss da zusammenkommen, damit wir einander über alle Grenzen hinweg vor Ort und in der ganzen Stadt begegnen können? Ja, oft ist es ja kleinteilig, ne? Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Parks nicht geschlossen oder umzäunt oder mit Eintritt sogar versehen sein sollten. Das sind sehr kleinteilige Fragen, über die wir diskutieren, wo dann mal gesagt wird, ja, wie soll man das alles bezahlen und so weiter. Aber wir reden auch über die großen Verkehrsfragen. Also auch darüber reden wir heute, Playmobil. Die Frage der Mobilität, der neuen Mobilität. Wir sehen, es gibt einen enormen Kampf um den öffentlichen Raum. Wem gehört die Straße? Ihr habt das sehr gut dargestellt. Man möchte nicht vom Laster überfahren werden. Die täglichen Verkehrstoten sind ein Riesendrama. Hinzu kommen natürlich die ganzen Lungenkrankheiten. Berlin hat eine so schlechte Luftqualität, Stuttgart wahrscheinlich auch. Die Menschen brauchen Luft zum Atmen und darum geht es. Und deswegen ist die Neuverteilung des Raumes. Wenn wir uns überlegen, jetzt gab es eine Zählung in Friedrichshain-Kreuzberg, nur parkende Autos, 35.000 parkende Autos. Und dann fragen wir uns doch mal, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass überall in den Straßen nur Autos rumstehen? War das nicht so, dass ich als Kind noch Brennball gespielt habe auf der Straße? Wir haben immer die Bordsteinkante auf der anderen Seite abgeworfen. Kann meine Tochter gar nicht mehr spielen. Gibt es heute gar nicht mehr, das Spiel. Das heißt, die Frage, wie holen wir die Straßen zurück, ist ein großes Thema. Pop-up-Radwege ist ja auch hier ein Thema. Also wirklich zu sagen, jetzt reicht's, wir verteilen den Straßenraum neu, wir geben auch die Bürgersteige den Leuten zurück. Mehr Parkbänke ist doch auch kein Problem. Ampelschaltung verbessern, sodass Menschen nicht über die Straße rennen müssen, sondern auch mal ein bisschen langsam oder auch die Oma mit dem Rollator es gut schafft. Das sind die Dinge und dann geht es natürlich, je größer eine Stadt ist, auch um die Verkehrsanbindung. Wenn du in einer großen Stadt wie Berlin lebst, ich verbringe jeden Tag mindestens 45 Minuten in der S-Bahn, um zur Arbeit zu kommen, dann brauchst du einen guten öffentlichen Nahverkehr, um tatsächlich von A nach B zu kommen. Du brauchst aber nicht nur einen guten öffentlichen Nahverkehr, der funktioniert, sondern du brauchst auch einen, der bezahlbar ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ich als Kind kein Geld für die Fahrkarte hatte. Ich weiß, wie das ist, wenn man sein Ticket nicht bezahlen kann und laufen muss. Da wohnte ich noch in einer Kleinstadt, Glück gehabt, aber es gibt Kinder in Berliner Bezirken, die haben ihren Bezirk noch nie verlassen. Es gibt Menschen, die wohnen in einem Bezirk und kennen keinen anderen Ort. Das muss sich ändern, deswegen haben wir zum Beispiel das kostenlose Schülerticket eingeführt. In Berlin fahren alle Kinder und Schüler kostenlos. Das ist eine gute Sache. Das gilt dann auch für die Rentnerinnen und Rentner. Und das ist ein Beitrag tatsächlich zur inklusiven Stadt. Denn so holen wir die Leute zusammen. So sorgen wir dafür, dass auch die Schwaben aus Prenzlauer Berg mal nach Spandau fahren. Ja, das glaube ich, dass Sie sich das dreimal überlegen sonst. Jetzt ist es was wirklich ganz Schönes, was jeder verstehen kann sozusagen. Es gibt aber auch Modellentwürfe, die versteht vielleicht keiner so schnell. Und es ist eine einzigartige Chance, dass wir eine Fachfrau dafür da haben. Ein so ein Zukunftsentwurf neben Green Cities und sowas ist Smart Cities. Ich versuche es nicht so zu sprechen wie Sie. Smart Cities. Können Sie uns nur mal erklären, was es im Blick auf die Fortbewegung, dieses Zauberwort Smart City bedeuten würde, wie wir uns nach der Vision der Smart Cities fortbewegen würden in der Stadt? Was ändert sich denn da, wenn die kämen oder wenn sie kommen? Wir haben ja schon darüber geredet. Ich bin ja tatsächlich Sprecherin für Smart Cities. Ich bin aber auch eine große Kritikerin der Smart City. Die Smart City ist als Idee seit so 10 Jahren im Prinzip eine Idee, die sagt, digitales Zeitalter, digitalisieren wir einfach die Städte. Digitalisieren wir den öffentlichen Raum und bringen so die Städte nach vorne. Jetzt muss man sich fragen, wenn unsere Städte, aber eigentlich heute wurde schon auf die Römer abgehoben, sozusagen alte, ganz alte Bezüge haben. Unsere Städte sind ja intelligent. Städtische Räume sind Sozialräume, sind hochvernetzte Räume, ohne dass sie irgendwie digitalisiert sind. Jetzt kommt die Idee der Smart City und sagt, wir digitalisieren alles und machen es damit effektiver. Das halte ich für ein Problem.
Darin gibt es dann Vorschläge wie zum Beispiel die intelligenten, die selbstfahrenden Autos. Und jetzt geht es um die Frage Mobilitätswende, Verkehrswende. Stuttgart hat ein Problem mit Verkehr, Berlin hat ein Problem mit Verkehr, deutschlandweit formieren sich Initiativen für die Verkehrswende. Und dann ist die Frage, was kommt denn als nächstes? Und ich glaube, als nächstes können nicht die Elektroautos kommen. Und als nächstes können auch nicht die selbstfahrenden Autos kommen, sondern wir müssen weg vom Individualverkehr. Es kann nicht jeder ein eigenes Auto haben. Man kann nicht den ganzen Tag, also man kann nicht die Idee davon, dass es darum geht, allein im Auto laute Musik zu hören und eine Zigarette zu rauchen, kann nicht auf Kosten der Allgemeinheit sozusagen ausgetragen werden. Die schöne Erzählung der Automobilkonzerne, jeder könne Auto fahren, hat halt ein reales Ende und das ist der Platz in unseren Städten. Und darum geht es und deswegen wird dieser Streit natürlich sehr zugespitzt geführt. Und wenn es jetzt darum geht, dass die Alternative dazu dann die selbstfahrenden Autos sind, würde ich sagen, geht es nicht. Eine Smart City ist für mich dann also eine intelligente Weiterentwicklung von städtischen Infrastrukturen, sind kurze Wege, sind, wurde schon gesagt, Lastenräder, Mobilitätshubs, ja, die ganzen Lieferverkehre raus aus den Städten, machen wir doch große Räume, in denen sozusagen die ganzen Pakete ankommen, kommen wir sowieso mal weg von diesem ganzen Paket kaufen, das hält ja kein Mensch aus. Also dahinter stehen ja viel, viel mehr Beziehungen, die Wegebeziehungen in einer Stadt sind ja so komplex, weshalb sie uns im Alltag auch so stresst, das war ja auch eine Frage, ob mir Berlin manchmal auf die Nerven geht, auf jeden Fall, um das sozusagen zu entzerren, diesen Stress in der Stadt zu entzerren und das schafft man, indem man die Wegebeziehungen verändert, dass Menschen nicht mehr so weit fahren müssen, dass die Kita nah dran ist, dass das Kind allein zur Schule fahren kann. Wie viele Eltern bringen ihre Kinder im Auto zur Schule? Das ist doch nicht okay. Also es geht doch darum, dass die Kinder selber, die Stadt Alexander Mitscherlich, kann ich nur empfehlen, toller Sozialpsychologe, der schon in den 60er Jahren gesagt hat, in der Stadt geht es darum, dass die Menschen sie selber erfahren können. Die Kinder müssen sich die Stadt selber erfahrbar machen und darin auch souverän bewegen können. Das ist ein Anspruch. Wenn eine Stadt aus der Perspektive eines Kindes gut und sicher funktioniert, dann ist sie ein sicherer Ort, dann ist sie auch irgendwie smart. So verstehen wir jetzt smart als intelligent, aber Sie interpretieren sozusagen für sich nochmal neu und sagen, smart heißt für mich nicht Digitalisierung, sondern natürlich intelligent, biointelligent könnte man sagen. So ist es. Das verstehe sogar ich. Aber was ist eine der Gefahren mit dieser Digitalisierung, die mit dieser Stadt auch einhergeht, mit dieser neuen Stadt? Dass immer mehr, wir versuchen ja unsere Daten zu schützen und auf der anderen Seite müssen wir sie ja offenbaren in der neuen Stadt. Was passiert da, ohne dass wir es vielleicht überhaupt mitkriegen? Nun ist es ja so, dass wir uns vielleicht ein paar Leute in diesem Raum sich noch daran erinnern, dass so vor 15 Jahren die Piratenpartei groß geworden ist und damals irre viele Leute gesagt haben, die verstehen was von Digitalisierung und die haben eine Idee davon, wie es anders laufen kann. Das Internet muss nicht nur ein kommerzieller Ort sein. Also wie cool wäre das, wenn man nicht immer nur ins Internet geht, um auf Facebook zu gehen, auf Amazon zu gehen oder sonst irgendeine große Plattform zu bedienen. Wir sehen aber, dass das Internet wahnsinnig kommerzialisiert ist. Und diese Kommerzialisierung bricht natürlich auch in den städtischen Raum über. Und große Technologieunternehmen sichern sich große städtische Räume. Wir haben zum einen natürlich die ganzen Sharing-Fahrzeuge, Carsharing, Fahrradsharing, E-Roller, die sozusagen wirklich real viel Stadtraum belegen. Aber wir haben natürlich dahinter auch ganz reale digitale Infrastrukturen, die von großen Technologiekonzernen angeboten werden. Google zum Beispiel hat überall Städte vermessen. Ich empfehle sehr, nicht immer nur Google Maps zu benutzen, wenn man sich in einer Stadt fortbewegt. Das klappt auch mit anderen Anbietern. Denn diese großen Technologiekonzerne sammeln unser aller Daten. Und das ist nicht nur für mich blöd, weil ich meine Daten gerne selber behalten möchte, sondern das ist auch blöd, weil die damit wahnsinnig reich werden. Und dieses viele, viele, viele Geld, das wollen sie dann auch wieder irgendwo reinstecken. Und so kommt es, dass Google zum Beispiel in Toronto ein großes Stadtquartier entwickeln wollte. Ein großes Stadtquartier entwickeln wollte, mit auch teuren Wohnungen. Und da werden also neue Maßstäbe gesetzt. Da wird dann sozusagen erzählt, das ist jetzt die Stadt der Zukunft. Ich finde, von all den Dingen, die uns jetzt bewegen,
Wie kommen wir denn dahin, dass wir tatsächlich ökologische Stadtentwicklung herstellen? Dass wir überhaupt erstmal dafür sorgen, dass die Mieten bezahlbar sind, dass die Menschen in Parks gehen können und Orte haben, wo sie sein können. Da brauchen wir überhaupt nicht über neue Stadtquartiere von Google reden. Und deswegen ist hier tatsächlich diese Erzählung der Smart City so auch in Verruf geraten. Für uns geht es aber allerdings jetzt darum, zu sagen, hey, wenn wir alle diese Daten täglich produzieren, weil wir täglich mit unseren Smartphones rumlaufen oder unsere Rechner benutzen, dann wäre es doch eigentlich voll die gute Idee, wenn wir die Daten gemeinsam verwalten, wenn das ein öffentliches Eigentum ist und wenn wir damit gute Sachen machen. Ich habe heute zum Beispiel jetzt gelesen, gibt es oder auch technologische Anwendungen, die tatsächlich für die Allgemeinheit hilfreich sind. In den Schulen müssen mit Maske am Platz sitzen und alle 20 Minuten lüften. Jetzt geht es darum, dass es zum Beispiel so eine Ampeln gibt, ne, die das CO2 messen. Und in Berlin ist es jetzt so, dann gibt es jetzt irgendwie viel zu wenig von diesen CO2-Ampeln. Sagen alle, ist ja doof, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Jetzt müssen wir ganz viele von diesen Ampeln kaufen. Jetzt sagen aber ein paar technologische Frickler, die sagen, hey, wir basteln die einfach selber. Ihr müsst die gar nicht kaufen. Und darum geht es. Was braucht die Gesellschaft? Auch nicht nur in der Pandemie, auch jenseits der Pandemie. Wie bringen wir unseren Kindern bei, dass sie ihren Computer selber auseinandernehmen können? Wie bringen wir unseren Kindern bei, dass sie wissen, wie man ein Programm gut hackt, damit sie wissen, wie sie sich vor Hackern schützen? Das ist die Frage, die wir diskutieren müssen. Und da geht es nicht um fertige Produktlösungen von großen Technologiekonzernen, die sowieso nur die Produkte verkaufen wollen, die meistens dann auch am einfachsten zu hacken sind. Ich kenne mich damit nicht besonders gut aus, ich werde immer nur beraten von so Leuten, aber es ist tatsächlich eine große Frage, wie bekommen wir die Digitalisierung so an die Leute, dass auch Menschen, die keinen Zugang dazu haben, das verstehen oder auch Menschen sagen können, ich will nicht überall digitalisiert werden. Das wäre ein Wunsch, den ich habe, dass man nicht überall digital sein muss und dass wir das gemeinsam aushandeln, das fände ich gut. Also es ist sozusagen nicht zwei Fraktionen gibt, die Technologiefeinde und die Technologiefreunde, sondern Technologie ist nötig, wir brauchen sie, wir können damit Wundervolles vollbringen. Die Frage ist nur, ob sie unser Leben gestaltet oder wir unser Leben mit ihr gestalten sozusagen. Jetzt versuchen Sie ganz konkret Dinge umzusetzen, wie dieses kostenlose Schülerticket und Rentnerticket, den Mietendeckel und. Das kostet ja alles dann auch zur Not Geld, wie das kostenlose Schülerticket. Wo sehen Sie denn überhaupt den Spielraum, wenn Geld so knapp wird, wie es jetzt ist, dass wir den öffentlichen Nahverkehr so fördern können? Der Mietendeckel bringt uns viel Geld. 1,5 Millionen Haushalte in Berlin profitieren von dem Mietendeckel. Jetzt aktuell gibt es gerade den letzten Teil des Mietendeckels. Sie wissen das, ne? Mietendeckel, Berlin, Mieten werden eingefroren. Zweiter Schritt, Mieten werden gedeckelt. Es gibt eine politisch festgelegte Miete nach einer Tabelle. Das ist gesetzlich so geregelt. Und jetzt seit November kommt jetzt die Absenkung. Niemand soll mehr als 120% der festgelegten Miete bezahlen müssen. 1,5 Millionen Haushalte werden davon profitieren und ungefähr 3 Milliarden Euro werden volkswirtschaftlich eingespart. Das heißt, 3 Milliarden Euro sind dann in Berlin zur Verfügung, um Eis zu essen, Kaffee zu trinken, Schuhe zu kaufen oder in die Musikschule zu gehen. Das ist eine reale volkswirtschaftliche Umverteilung. Und darum geht es, dass nämlich nicht die Vermieter weiterhin die ganze Knete absahen, sondern die Mieterinnen und Mieter mehr Geld haben, um auch mal den Kühlschrank zu füllen. Das heißt, nicht alles kostet viel Geld. Wenn wir allerdings bei dem ÖPNV reden, über den öffentlichen Nahverkehr, dann geht es darum zu investieren. Dann geht es aber auch darum, dass wir in die Zukunft investieren. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Schulden machen. Wir müssen Kredite aufnehmen. Das ist doch eine völlig übersichtliche Angelegenheit. Die ganze städtische Infrastruktur, auf die wir heute schauen in den großen Städten, die ist ja auch nicht komplett zum Nulltarif entstanden, sondern es waren immer große Investitionen. Und gerade wenn wir uns jetzt im Zeitalter der Verkehrswende befinden, der Digitalisierung, dann können wir uns nicht hinstellen und sagen, wir haben leider kein Geld. Wir müssen jetzt tatsächlich investieren. Und es ist am Ende auch so, dass dieses Geld ja auch zurückkommt. Sie werden sich vorstellen können,
dass nicht jeder bei diesem wundervollen, engagierten Vortrag Hurra schreit, sondern dass es da gibt, wo sie sagen, um Gottes Willen, das kann ich ja gar nicht hören. Aber ich finde es gut, es zu hören und ich finde gut, es überzeugt zu hören und einfach mal neue Wege zu denken, ob sie nicht funktionieren. Und wenn wir jetzt in der Corona-Krise sehen, die Fridays for Future sagen es ja die ganze Zeit, wie viel Geld plötzlich in die Hand genommen werden kann, warum nicht eben für einen öffentlichen Nahverkehr, der kostenlos ist oder für 365 Euro im Jahr, wie es anscheinend OB Rommel schon mal wollte, aber dann doch nicht umgesetzt hat oder nicht umsetzen durfte. Die Nachtschicht hat schon 3 alte, wundervolle Männer bewegen können, aus Berlin herzukommen. Rainer Eppelmann, unseren Freund aus Ost-Berlin, Joachim Gauck natürlich und Christian Ströbele. Und ich bin so froh, die waren wunderbar, aber dass wir jetzt im Zeitalter von Kamala Harris eine junge Frau aus Berlin hatten. Und ihre Ideen. Vielen Dank, Katalin Genburg. Ich danke. Lasst uns beten. Ich bitte Sie, erheben Sie sich. Guter Gott, du hast uns den Traum von einer Stadt ins Herz gelegt, in der man fröhlich leben kann, unter deinem Schutz leben kann. Lass diese Vision Wirklichkeit werden, damit alle Menschen an lebendigem Wasser Erfrischung und Frieden finden. Jesus Christus, wir bitten dich für alle, denen in unseren Städten aus ökologischen oder aus sozialen Gründen die Luft ausgeht. Lasst uns dafür einstehen und aufstehen, dass alle Menschen Spielräume und Gemeinschaft finden, in denen sie sich frei entfalten können. Wir bitten dich für alle Menschen, die Städte planen und bauen. Inspiriere du sie zu neuen Ideen. Lass unsere Gesellschaft Wege finden, dass Stadtteile entstehen, in denen das versöhnte Zusammenleben der Verschiedenen möglich ist. Heiliger, dreieiniger Gott, wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen einsam sind, steh ihnen bei mit deiner Liebe, dass sie sich nicht verlassen fühlen und Hoffnung schöpfen. Hilf allen Helfern und Patienten, dass sie Heil und Heilung erfahren. Wir rufen zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Abend kommt nun im Berg.
Und so geht mit dem Segen Gottes in diese Nacht und den Sonntag, der da kommt. Gott, der Herr, segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.